Und in Aschaffenburg begrüße ich Konstantin von Notz. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Krohns. Sie haben heute getwittert, die Vorgänge in Chemnitz erinnern Sie an Hoyerswerda und Mölln vor 25 Jahren. Kehrt das wieder oder ist das eigentlich nicht bewältigt worden? Ja, ich glaube, wir waren schon mal weiter als heute. Und diese pogromartigen Ausschreitungen damals gipfelten ja in rassistischen Morden schlimmsten Ausmaßes in Mölln und Solingen und an anderen Orten. Und ich glaube, wir müssen jetzt angesichts der Stimmung, die jetzt doch in einigen Regionen zu herrschen scheint, wirklich aufpassen, dass das nicht wieder geschieht. Wir haben heute noch einmal in Chemnitz eine sehr merkwürdige Geschichte gehört, die heißt nämlich, es wird ein Haftbefehl veröffentlicht im Netz. Das macht ein ungutes Gefühl, denn von irgendjemandem muss das ja ins Netz gestellt worden sein, der bei Justiz oder Polizei ist. Was sagen Sie dazu? Ja, das ist in der Tat hochgradig irritierend. Das sind rechtsextreme Leaks, wo ganz offensichtlich Informationen aus den Sicherheitsbehörden in rechtsextreme Kreise rausgehen. Und das muss zwingend aufgeklärt werden, denn das erschüttert das Vertrauen der Menschen in Rechtsstaatlichkeit. Und das kann man nicht einfach so durchlaufen lassen. Gestern hat mein Kollege Stefan Kulle mit dem Vertreter der Gewerkschaft der Polizei, Oliver Malchow, gesprochen. Der hat sich noch einmal sehr stark gegen den Vorwurf verwahrt, in der sächsischen Polizei gebe es rechte Tendenzen. Ist das möglicherweise nicht doch nach einem solchen Fall zu vermuten? Also bevor das eben nicht aufgeklärt ist, wäre ich auch nicht bereit, sowas sozusagen apodiktisch zu sagen. Aber man muss schon irgendwie konstatieren, dass die Fälle in Sachsen, die problematisch sind, bis hin zu Bestickungen von bestimmten Fahrzeugen und Ähnlichem, ein schwieriges Bild nach außen erzeugen. Ich finde aber, gerade wenn man die Ausschreitungen in Chemnitz sieht, ist es wirklich der falsche Weg, die Schuld bei den Beamtinnen und Beamten abzuladen. Am Ende des Tages sind das politische Entscheidungen, politische Führungsentscheidungen. Und ich zum Beispiel verstehe überhaupt nicht, wir schicken zu jedem Drittligaspiel, das gewaltgefährdet ist, Bundespolizeieinheiten. Und dass man das am vergangenen Montag, zurückliegenden Montag, nicht getan hat, obwohl man ganz klare Hinweise darauf hatte, dass sich hier was Schlimmes zusammenbraut, das leuchtet mir nicht ein. Und die Verantwortung, die liegt beim Bundesinnenminister und seiner Rückkopplung mit dem Landesinnenminister. Da gibt es politische Verantwortung und da hilft es wenig. Pardon, wir hatten gerade ein kleines Tonproblem. Aber schauen wir mal auf die offiziellen Zahlen, etwa auf die Zahlen, die der Bundesverfassungsschutzbericht ausweist für 2017. Da sind ja enorme Unterschiede zu erkennen. Wenn wir mal schauen auf das Land Mecklenburg-Vorpommern mit 5,21 Gewalttaten, rechtsextremem Hintergrund pro 100.000 Einwohner. Und dann vergleichen wir das mal mit einem westlichen Land wie Hessen mit 0,26 Gewalttaten. Das sind enorme Unterschiede. Sie sind ja Mitglied auch im Innenausschuss. Jetzt muss ich umgekehrt fragen, was muss man denn jetzt tun? Was muss denn die Bundesregierung tun? Naja, also wenn man sagt, es gibt Unterschiede in den Statistiken und mit Statistiken muss man immer vorsichtig sein, dann würde ich eben sagen, wir ermahnen die Verantwortlichen in Sachsen und auch unsere Grünen in Sachsen ermahnen die Verantwortlichen schon ganz lange, eben dieses Problem klar zu benennen, um dagegen endlich effektiv vorzugehen. Es ist eben die ganzen letzten Jahre kleingeredet und verharmlost worden, das hilft niemandem weiter. Aber genauso ist es wichtig, eben über die Probleme, die man in bestimmten Regionen hat, nicht das grundsätzliche Problem zu verwischen. Und da kann ich nur sagen, viele der Demonstrierenden oder Teil dieses marodierenden Mobs waren eben Zugereiste, auch aus Westdeutschland. Und deswegen hilft es nicht, über diese Diskussion unsere Gesellschaft in Ost und West zu spalten, sondern es ist unser gemeinsames Problem und wir müssen es gemeinsam gesellschaftlich angehen.